Gute Unterhaltung bei der nachfolgenden Sendung wünscht Ihr Autohaus Büchner. Am besten Büchner. Siebenmal in der Lausitz. Die Yellowtech Holding GmbH hat zum ersten Spatenstich in Görlitz-Hagenwerder geladen. Bei bestem Wetter konnten die Vertreter der Politik und der Partnerfirmen diesen Moment beiwohnen. Das haben wir super gemacht. Das sind ganz tolle Gäste, dass sie hier herkommen, wo noch nichts zu sehen ist. Und wir haben auch bewusst heute die Tische nicht mit weißen Tischdecken bedeckt. Wir haben eine Baustelle. Schon ab dem zweiten Quartal 2020 sollen an dem neuen Standort Kunststoffprodukte für den medizinischen Bereich hergestellt werden. Dazu zählen Gefäße und Behälter für moderne Anwendungssysteme. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, es ist mir eine Freude, Sie heute hier in Hagenwerder auf einer Baustelle begrüßen zu dürfen. Ministerpräsident Michael Kretschmer hob die Bedeutung der Medizintechnikforschung und der Zulieferbetriebe hervor. Dieser Freistaat Sachsen muss auch in anderen Bereichen als des Maschinenbau, Fahrzeugbau, der Mikroelektronik, er muss auch in anderen Bereichen erfolgreich sein, weil die Dinge entwickeln sich weiter. Und damals haben wir 200 Millionen Euro investiert in diesem Bereich. Mittlerweile sind es 600 Millionen Euro geworden. Sachsen ist auf der Landkarte der Biotechnologie, wenn man Europa ansieht, mittlerweile ein Punkt, an dem man nicht mehr vorbeikommt. Großen Anteil an der Unterstützung des Investors aus Radebeul hat die EGZ unter Leitung von Andrea Beer. Die sich um Umweltbelange wie die Beschreibung des Einflusses auf bestimmte Tierarten, um Grundwassermengen und mögliche Wasserpreise bei Maximallast, um Kaufpreise nach Bodenrichtwert, Flächenzuschnitt, Schallgutachten, Bebauungspläne, den Ausbau der anliegenden Straße, um die Erstellung der Stadtratsvorlage, die Vermessung des Kaufgegenstandes, den Bauantrag, den Kaufantrag, Notartermin treten. Aber auch um einfache Fragen, wo ist der nächste Landeplatz für ein Flugzeug? Wo kann man während der Bauphase wohnen oder Material abstellen? Oder ja, wo kommen die benötigten Fachkräfte her? So konnte der erste Spatenstich vollführt werden. Das herrliche Land ist, seitdem die Kraftwerke abgerissen wurden, nicht genutzt worden. Es hat geruht. Das wird uns nicht gefallen. Das können wir hier nicht gebrauchen. Deswegen wollen wir die Spaten in die Erde stecken und diesem Land neues Leben einhauchen. Dazu bitte den ersten Spatenstich. Mal los. 1, 2 und los. Hans-Jürgen Groß hat enormes vor in der Region und ist sichtlich stolz auf das kommende Großprojekt. Ich habe da ein sehr gutes Gefühl, denn die Voraussetzungen, die für uns ganz wichtig waren, die werden hier erfüllt. Und wir haben hier die Chance, uns zu erweitern, zu wachsen. Und der erste Spatenstich ist getan, die ersten Brunnen sind gebohrt. Es ist schon viel Geld ausgegeben. Und ich habe ein gutes Gefühl, dass wir in Görlitz zu Erfolg kommen werden. Die wirtschaftliche Entwicklung der Region ist ein wichtiger Standortfaktor und soll auch nach der Wahl eines neuen Bürgermeisters ein Schwerpunkt in der Stadtpolitik bleiben. Das ist essentiell, es ist unheimlich wichtig, ist genau der Weg, den ich auch gehen möchte. Wirtschaftliches Wachstum und auch gute Arbeitsplätze, die auch gut bezahlt sind, das ist ein wichtiger Schritt und in diese Richtung müssen wir uns bewegen. Nun sollen die Bauarbeiten so schnell wie möglich beginnen, denn der Produktionsstart steht schon fest. Also die erste Ausbaustufe, die wird abgeschlossen Ende des ersten Quartals 2020, wo wir dann den ersten Baubeginn haben werden, den Produktionsbeginn haben werden. Und danach wird weitergebaut und bis 2023 soll die Gesamtinvestition erster Teil erledigt sein. Dann werden wir Land nachkaufen dürfen und weiter erweitern.